Herzlich willkommen bei Heimatstimmen, ein Podcast mit Nadine Grasmehl. Hier begleitet ihr mich bis zur Landtagswahl im September 2024. Hallo Nadine, wie geht's dir? Hallo, vielen Dank. Ja, mir geht's gut. Ja, freut mich ja sehr zu hören. Es ist jetzt wirklich wie viele Wochen sind es noch bis zur Landtagswahl? Zwei? Also heute ganz genau 2 Wochen, ja. Wahnsinn. Also man kann nur sagen, das wird wahrscheinlich die letzte thematische Folge, die wir rausbringen werden. Die Zeit kocht. Wie fühlt sich's für dich an? Ja, die Zeit kocht, das ist eine lustige Aussage. So fühlt sich's für mich an, ja. Also einerseits bin ich ein bisschen wehmütig, wenn ich jetzt auch so denke, meine Güte, rückblickend, die Zeit ist so schnell vergangen und jetzt ist die Wahl zum Greifen nah. Gleichzeitig bin ich auch total gespannt und aufgeregt. Jetzt viele Leute sprechen mich jetzt ja auch an. Nadine, was hast du für ein Gefühl? Was denkst du? Bist du aufgeregt? Und wie machst du das eigentlich alles? Und ich sage, oh ja, ich bin jetzt auch froh, dass es nur noch 2 Wochen sind, denn dieses Pensum an Terminen, jeden Tag ist was los. Und die Familie bleibt gerade wirklich auf der Strecke. Wenn ich nicht wüsste, dass es nur noch 2 Wochen sind, müsste ich jetzt wirklich mal eine Auszeit nehmen. Aber so nehme ich jetzt nochmal alle Kraft und Energie zusammen und das kriegen wir jetzt auch nochmal hin. Wir geben nochmal richtig Gas die letzten 2 Wochen. Wir versuchen viel präsent zu sein, unterwegs zu sein und geben nochmal alles. Bitte schön. Danke sehr. Ja. Ich habe kurz Pause gemacht. Prost, Nadine. Prost. Oh, man hört es gar nicht. Naja, ein kleines okay. Tier. Ja, also man kann, glaube ich, schon auch mal ein bisschen stolz sein und anstoßen auf das, was wir geschafft haben. Einerseits auch, was den Podcast angeht, wie viele tolle Themen wir hatten. Und auf der anderen Seite auch noch die vielen Termine, die wir geschafft haben, uns bekannt zu machen von 0 auf 100 sozusagen in 9 Monaten. Und es ist schon eine ziemlich verrückte Achterbahnfahrt. Das muss man wirklich sagen, von 0 bis 100. Ich hatte vorher überlegt, frage ich dich zu Prognosen bezüglich deiner Landtagswahl, bezüglich deiner Ergebnisse, aber du hast es jetzt gut in Worte gefasst, 0 bis 100. Du bist relativ weit oben auf im Vergleich zu allen anderen Kandidaten und ich bin voll davon überzeugt, dass in diesem Fall der Gegenkandidat ist eine rechtsextreme Person und dass in diesem Fall eine strategische Wahl angebracht wäre. Und auch hier würde ich sagen, du bist die erfolgreichste oder erfolgversprechendste Kandidatin. Wie stehst du zu strategischen Wahlen, Nadine? Ja, auf jeden Fall ist das ein Thema, wo wir viel drüber nachgedacht haben in den letzten Wochen und Monaten. Wir haben die Ergebnisse der Kommunalwahl, der Kreistagswahl. Und wenn man sich die anschaut, dann wird eigentlich sehr schnell deutlich, dass nur die Nadine Grasmehl es mit dem Christoph Berndt aufnehmen kann anhand der Stimmen. Und das wird auch das Duell hier sein. Ich finde es ganz spannend. Die Dörte Ziemer, die hat es in ihrem letzten Artikel im Wo-Kreisel, das Duell der Direktkandidaten beschrieben. Und das wird es auch werden. Und sie schreibt auch so interessant, dass die Gegensätze gar nicht größer sein könnten zwischen uns beiden. Auf der einen Seite der rechtsextreme Christoph Berndt und auf der anderen Seite ich, die auf der Seite der Menschen steht, die für Vielfalt und Toleranz und Demokratie auf die Straße gehen. Und es gibt viele Menschen, die sehen das auch, die sehen, wir müssen strategisch wählen, um die AfD zu besiegen. Und deshalb würde ich hier auch nochmal den Aufruf starten, wählt Nadine Grasmehl mit der Erststimme, damit wir unseren Landkreis wieder demokratisch zurückgewinnen können. Vielleicht kurz als Anekdote, ich hatte letztens ein ganz witziges Gespräch mit einer älteren Dame, die sehr christlich angehaucht war. Und wir haben über diese strategischen Wahlen gesprochen. Und erst im Laufe des Gesprächs hat sie herausgestellt, dass es eigentlich schwer zu verstehen ist, was das bedeutet, die Erststimme zu einer anderen kandidierenden Person zu geben, die tendenziell eh nicht so viel Chancen hat. Und so hart muss man es auch sagen, es ist leider so. In dem Fall, normalerweise bin ich für natürlich offene Wahlen. Ja, jeder soll ja wählen dürfen, den Kandidat, von dem er am meisten überzeugt ist oder von der Partei, die all die Werte vereint, die ihn interessieren und auch das ausdrücken. Ja, in diesem Fall ist es einfach so, dass der Gegenkandidat eine rechtsextreme Person ist und das wollen wir eigentlich verhindern. Und genau darum geht es und wenn jetzt eine Person gewählt wird, die tendenziell keine Chance hat, ist die Stimme verloren.
die Erststimme. Es geht nur um die Erststimme. Und dann ist es eine rechtsextreme Person. Das wollen wir eigentlich nur verhindern. Genau, das müssen wir verhindern. Und auch darüber habe ich mit unserem heutigen Gast Stefan Tanno gesprochen, der nämlich auch genau das macht. Der versucht, dem Rechtsextremismus hier zu begegnen und organisiert sogar Veranstaltungen dafür und sagt ganz klar, das ist das, worum es geht. Und ja, wir haben auch diskutiert, und das könnt ihr gleich auch hören, dass die Menschen, die hier eben auch unserer Meinung sind, Michi und meiner Meinung, dass die auch was brauchen. Die brauchen jetzt mal so ein Hoffnungsschimmer. Und das könnte ein positiver Wahlausgang für die SPD im Direktmandat in der Landtagswahl werden. Und es wird es auch. Aber bis dahin, lass doch mal in den O-Ton reinhören. Ja, das machen wir jetzt, genau. Ja, hallo. Heute haben wir uns verabredet mit Stefan Tanno. Er ist der Landesschülersprecher seit 2021 und geht hier in Lübben ans Gymnasium. Wir haben uns verabredet heute hier in einer Gaststätte, die ganz gemütlich an der Schlossinsel liegt. Und ich finde es toll, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich habe dich ja ganz spontan gefragt. Am Montag haben wir uns nämlich gesehen bei einer Kundgebung für Respekt, für Vielfalt. Und ob du mitmachen würdest bei diesem Podcast. Toll, danke für deine Spontanität. Schön, dass wir heute hier sitzen. Und das war auch nicht das erste Mal, dass ich dich gesehen habe. Das erste Mal war Anfang des Jahres bei einer Kundgebung auf dem Marktplatz. Und da bist du, glaube ich, nicht nur mir aufgefallen, sondern vielen anderen auch. Denn du hast eine ganz tolle Rede gehalten. Ich denke mal, dafür hast du schon viele Komplimente bekommen. Hoffe ich jedenfalls. Ja, das ist in der Tat so, und ich freue mich immer wieder, wenn lobende Worte auch mal zu hören sind und nicht nur immer von rechter Seite Hetze kundgetan wird. Ja, das ist, tut immer gut, ne, dass man dann auch ein bisschen, oder dass man Bestätigung bekommt für das, was man tut und nicht nur Gegenwind. Und hast du denn auch von gleichaltrigen Rückmeldungen bekommen zu deiner Rede? Ja, habe ich. Also vor allem aus meinem Jahrgang. Viele von meinen Freunden finden es gut, was ich mache, und unterstützen mich da auch. Klasse. Und zuletzt am Montag hast du ja gemeinsam mit der Paul-Gerhardt-Gemeinde eine zweite Kundgebung organisiert. Beziehungsweise war es eure zweite oder gab es zwischendurch? Also es ist die zweite, ja, die organisiert wurde in Lübben. Und uns war das insbesondere wichtig, weil an dem Tag die AfD eine Veranstaltung auf dem Marktplatz durchgeführt hat. Wir stehen ein für ein demokratisches Lübben, ein demokratisches Lübben und ein Lübben der Vielfalt. Klasse, ich fand super, dass an dem Tag auch wirklich so viele Leute gekommen sind und sich euch angeschlossen haben. Ich inklusive, mir war das auch ganz wichtig, dabei zu sein. Und was ich so schwierig fand, war, wir waren so dicht dran an der Kundgebung der AfD. Es war ja nur einmal über die Straße, und man hat es so vor Augen gezeigt bekommen, wogegen man dort auch wirklich zusammensteht. Wie hast du das empfunden? Also ich habe durch meine Arbeit an dem Tag nicht viel mitbekommen. Ich war mit meinen Augen und Ohren ganz woanders. Mir war wichtig, dass so viele Menschen dort waren bei unserer Kundgebung und viele Menschen die Vielfalt einfach leben in Lübben. Und man hat gesehen, mit 200 Teilnehmenden war es eine gelungene Veranstaltung von uns. Auf jeden Fall. Und ich finde es so wichtig, gerade jetzt hier bei uns auf dem Land, wo viele Menschen auch sehr eingeschüchtert sind, besonders nach dem Landtagswahlergebnissen aus Thüringen und Sachsen eingeschüchtert sind, wie wird wohl unsere Landtagswahl in 2 Wochen ausgehen? Umso wichtiger, dass wir für diese Menschen, die eben sich so unsicher fühlen, eine Ebene schaffen, eine Basis zusammenzukommen und zu sehen, hier gibt es noch viele andere, die genauso denken wie ich. Ja, also mich hat es sehr zufrieden gemacht. Mein Herz hat geblüht voller Freude. Und auch mit dem Band der Vielfalt, das ums Paul-Gerhardt-Denkmal gelegt wurde, war es doch ein sehr kräftiges Zeichen für Lübben. Ja, das war natürlich ein tolles Symbol und auch so ein Aktivwerden für die Teilnehmenden. Aktiv etwas tun und nicht nur tatenlos am Straßenrand zusehen, wie dort drüben die Parolen und die populistischen Themen geäußert werden. Das war eine tolle Idee von euch, wirklich super. Vielen, vielen Dank. Ja, jetzt würde ich ja gerne mal wissen, hast du etwas, wo du sagst, das ist bei dir als nächstes auf der Liste, ein Plan? Also zuallererst muss ich mein Abitur fertig machen. Das Ziel ist in greifbarer Nähe,
und danach wird studiert hier in Brandenburg. Und da sind natürlich ganz viele Fragen in meinem Leben, die noch zu klären sind, wo genau ich studieren möchte, was und wie ich das finanzieren kann. Ja, ich finde das ganz beeindruckend. Wir haben uns vorher auch schon ein bisschen unterhalten, dass du dir schon ganz viele Gedanken machst, wie geht's weiter nach dem Abitur. Du bist total engagiert als Landesschülersprecher und auch ganz ehrgeizig, was dein Abitur angeht. Also mein Kompliment an dieser Stelle. Jetzt wäre so meine Frage, wir haben ja auch viel in den Medien, müssen wir uns anhören, die Jugend wählt AfD, die Jugend wird immer rechter und auch in den Ergebnissen der Landtagswahl für Thüringen und Sachsen haben wir gehört, dass unglaublich viele junge Menschen die AfD gewählt hat. Was denkst du, woran liegt das? Ich glaube, es hängt sehr zusammen mit den Situationen in den Schulen. Da ist so eine quasi gespiegelte Gesellschaft und die Lehrkräfte wissen nicht ganz genau, wie man mit den Themen umgehen soll. Sie kennen den Beutelsbacher Konsens, wissen aber nicht genau, wie man den auslegen sollte in der Praxis und sind dann eher sehr vorsichtig mit den Aussagen gegen eine Partei, auch wenn diese Partei gegen jegliche Würde verstößt, trauen sich die Lehrkräfte nicht dagegen zu agieren. Man hat im Unterricht immer wieder solche Verschwörungstheorien über Migration, wird dann irgendeine Aussage kundgetan und die Lehrkräfte sind vielleicht auch geschockt und wissen nicht, wie sie darauf reagieren können und sollten. Okay. Das ist ja auch vielen anderen Erwachsenen geht es genauso, wenn die plötzlich konfrontiert werden mit diesen Verschwörungstheorien, mit populistischen Reden. Und da gibt es ja dann auch viele Ansätze, sich selbst zu schulen und auch Lehrkräfte zu schulen. Was denkst du, was sollten Lehrkräfte tun? Also wir haben in Brandenburg ja auch viele Handreichungen für die Lehrkräfte. Das ist schon mal ein wichtiger Schritt. Aber ich glaube, man sollte die Schulleitungen insbesondere mehr sensibilisieren. Das ist schon geschehen. Aber es sollte mehr auch verpflichtend Fortbildung für das Schulpersonal geben. Und man sollte auch vorsichtiger umgehen mit diesen rechtsextremen Verbänden. Der Dritte Weg ist sehr aktiv an Schulen. Die versuchen da dann die Schülerinnen und Schüler in ihre Strukturen mit einzuholen und die bleiben dann erstmal dort und sind dann dort auch im Endeffekt gefangen. Das Vereinsleben muss im gesamten Land gestärkt werden. Man muss jungen Menschen irgendwo eine Heimat bieten, die auf Toleranz und Menschlichkeit basiert. Ja, auch da hören wir ja, dass Mitglieder der AfD und vermutlich des Dritten Weges auch so aus der ganz normalen bürgerlichen Mitte kommen. Wie identifiziert man das oder wie kann man darauf aufmerksam machen, dass Jugendliche nicht den falschen Weg gehen? Das ist sehr schwer da anzusetzen, weil es so vielschichtig ist. Also es kommt auch einiges von den Elternhäusern. Ja. Wenn das Elternhaus schon sehr verkrampft in den politischen Einstellungen ist, kann die Schule da vielleicht auch nicht mehr viel drehen. Reicht es auch nicht, wenn die Schulleitung mal die Eltern in die Schule zitiert für ein Elterngespräch und denen versucht zu erklären, dass Rechtsextremismus nicht gut ist, weil das bei den Eltern erst recht nicht ziehen wird. Man muss auch immer vorsichtig sein, wenn rechtsextreme Straftaten vorliegen, ob das direkt zur Polizei geführt werden. Es ist eine Straftat, ein Hakenkreuz, was auch immer. Das darf man nicht verharmlosen. Aber ob das unbedingt immer zum Ziel führt. Ziel sollte immer sein, den jungen Menschen eine menschliche Weltvorstellung, Moralvorstellung zu vermitteln und nicht ihnen zu zeigen, wir sind restriktiv gegen alles. Das ist schwierig und da braucht man pädagogisches Feingefühl und das muss man lernen, da braucht man auch wahrscheinlich die nötige Lebensreife. Ja, und da sind wir wieder an dem Punkt, wie wir vorhin gesagt haben, auch Lehrkräfte sind da wichtige Ansprechpartner. Schüler sind ja 8-9 Stunden an der Schule und brauchen da jemanden, der da auch wirklich selbstbewusst Meinungen vertritt. Und ich denke auch, dass es da ein starkes Signal zum Beispiel vom Ministerium geben sollte, um Lehrkräfte zu befähigen, dies auch zu tun. Was mir oft begegnet ist, so ein Schutz hinter Neutralität. Und das ist ein ganz schwieriger Umgang, denn das ist wie so eine Sackgasse, da kommen wir nicht weiter. Und deswegen stehe ich da auch voll dahinter, was du gesagt hast. Wir brauchen andere Ansätze und wirklich Aufforderungen, vielleicht auch vom Ministerium, dass da Lehrkräfte
offensiv mit diesen Themen umgehen und dann eben auch geschult werden. Wahrscheinlich, wie du vorgeschlagen hast, über die Schulleitung am allerbesten. Ja, also es gibt ja natürlich jetzt über das neue Landesinstitut da auch bessere Möglichkeiten, Fortbildungen anzubieten. Das sollte das Land definitiv nutzen und den Lehrkräften auch zeigen, dass man hinter ihnen steht, dass sie ihre Meinung auch äußern dürfen. Genau. Natürlich alles im Sinne des Beutelsbacher Konsens. Genau, ja. Das finde ich toll, dass du auch immer wieder darauf aufmerksam machst. Jetzt habe ich zwei Begegnungen erzählt bekommen. Zum einen von einem Sechstklässler, der von jetzt zum Start des Schuljahres von einem anderen Sechstklässler gefragt wurde, direkt nach dem ersten Kennenlernen, und willst du auch blau? Und ein anderes Beispiel ist auch eine Sechstklässler-WhatsApp-Gruppe, in der ganz klar die AfD verherrlicht wird und Klassenkameraden versuchen, in diesem Chat, in dem nur Sechstklässler sind, zu diskutieren und die anderen davon zu überzeugen, dass die AfD eben nicht die richtige Wahl wäre. Hast du davon auch schon gehört, dass das schon im Grundschulalter so ein Thema ist? Ja, also man hört davon immer mal wieder. Es ist, glaube ich, nicht so ausgeprägt wie an den weiterführenden Schulen, das will ich schon sagen, aber es ist natürlich immer präsenter. Die AfD ist präsent in den Medien, seitdem sie in den Landesparlamenten und auch im Bundestag vertreten ist, wurde Populismus in den Schulen auch salonfähiger. Mhm. Man übernimmt Aussagen dieser Partei und viele wissen dann auch nicht, wie man da reagieren soll. Ja, das ist spannend, was Stefan gesagt hat. Und ich glaube auch, also das ist ja auch meine Meinung, dass du die Region gut vertreten kannst. Und in den Gesprächen mit den Leuten, die ich jetzt so hier und da begegne, fällt es auch immer wieder auf, dass sie wollen, dass jemand von hier kommt. Und das bist du ja. Du kommst aus Luckau. Was kurzweilig weg, aber trotzdem wiedergekommen und also du bist ja eine Person von hier. Und das fällt den Leuten auf und das wollen die Leute. Und ich glaube, du kannst die Region einfach auch im Landtag vertreten. Genau, und das ist auch wirklich entscheidend für viele Menschen, die wählen gehen. Habe ich jetzt auch schon Rückmeldungen bekommen. Endlich mal jemanden, der wirklich auch von hier ist und uns versteht und auch so spricht, wie wir sprechen. Ja, manchmal ist es so einfach. Und wen du nämlich auch noch gut vertreten kannst, sind ja die Senioren. Und dazu haben wir nämlich auch noch einen schönen O-Ton. Ja, das war mir auch wirklich eine ganz wichtige Folge, dass wir das auch nochmal beleuchten. Durch meine Hospizarbeit habe ich ja auch jeden Tag vor Augen, wie wichtig deren Belange sind. Und gerade am Ende des Lebens ist es unglaublich wichtig, dass wir selbstbestimmt sein können. Und dazu haben wir mit Wolfgang Lüblow gesprochen. Da freue ich mich schon drauf. Heute sitzen wir in Luckau in der AWO Tagespflege und ich darf begrüßen Wolfgang Lüblow. Hallo. Hallo, Nadine. Schön, dass du da bist und schön, dass du mitmachst hier in unserem Podcast. Und wir haben gedacht, wir sprechen heute mal ein bisschen über Senioren. Und da bist du uns sofort eingefallen, denn du bist ja im Seniorenbeirat, wenn ich richtig informiert bin. Ja, das ist so. Hört sich immer noch komisch an, wenn ein 60-Jähriger bei den Senioren ist. Ich bin in der Tat schon Beauftragter für die Belange der Seniorinnen und Senioren im Amt Unterspreewald und auch Vorsitzender des Amts Seniorenbeirates und darüber hinaus noch Mitglied im Vorstand des Kreis Seniorenbeirates und habe immer als noch jüngerer Mensch gesagt, im Seniorenbeirat, da sind immer Menschen über 80 und so weiter. Das bildet nicht mehr die Gesamtheit der Menschen wieder, die halt sich zu den Senioren zählen, und es muss auch andere Angebote geben. Und ja, und schon war ich an der Angel und der Amtsdirektor hat gesagt, naja, wenn du was machen willst, dann musst du auch mitmachen. Und so war ich plötzlich Seniorenbeauftragter. Aha. Sag mal, braucht man ein bestimmtes Alter, um diesen Dienst anzutreten? Eigentlich nicht. Wir sind hier im Landkreis eine relativ junge Truppe, in Anführungszeichen, habe ich ausdrücklich mitgesprochen. Also wir sind auch einige, die knapp Anna oder knapp über die 60 sind, was natürlich mit den erfahrenen Leuten von über 70, Anfang 80 eine gute Mischung ist, dass man halt so ein bisschen ja, unstetes Wesen mit Erfahrung vermischt. Und das hat am Anfang ein bisschen geruckelt, hat sich aber komplett ins Positive gewandelt, sodass man, ich sag mal, das Fluide und das Kristalline gut miteinander zusammenbringt. Naja, das hast du schön gesagt, die Mischung macht's. Das lässt sich ja auf viele andere Bereiche auch übertragen. Was beinhaltet denn jetzt deine Arbeit mit diesen verschiedenen Positionen? Ja, das ist gar nicht ganz so einfach. Viele fragen mich immer, warum habe ich das gemacht?
das liegt so ein bisschen auch an meiner Natur. Ich bin ja von der Ausbildung her Alterswissenschaftler und Altern und die Alten haben mich schon immer interessiert. Also das sind ja drei verschiedene Kategorien, die in jeder Gesellschaft stattfinden, unterschiedlich in welcher Gesellschaft. Und mir macht es einfach Spaß zu beobachten und zu gestalten, wie man Alter gestalten kann, wie man das Alter gestalten kann und wie sich daraufhin auch die in Anführungszeichen Alten verändern, anpassen, neu orientieren und bestimmte gesellschaftliche Veränderungen, die wir in Europa haben. Ich denke zum Beispiel an die Individualisierung der Gesellschaft, die wirken im Alter ganz besonders, weil das Alter ist die Summe der Lebenserfahrungen und alles das, was dort oder was uns in der Jugend vielleicht noch als klein und unbedeutend vorkommt, ist im Alter ganz massiv da. Und so Schritte wie zum Beispiel der Schritt in eine andere Wohnumwelt, der Schritt in eine Betreuungssituation, plötzlich in Anführungszeichen abhängig zu werden, plötzlich in eine neue Familie zu kommen, in eine Wahlfamilie, in eine WG, in ein Service wohnen, irgendwo hin. Das sind Einschnitte, die ja auch wissenschaftlich begleitet werden müssen, um ganz einfach in der Zukunft weniger Fehler zu machen und mit den Menschen so arbeiten, weil man braucht das nicht vom grünen Tisch entscheiden, man kann zu den Menschen gehen und das mit ihnen besprechen und gemeinsam zum Beispiel eine WG gründen, die begleiten und die Leute dann die ersten Jahre auch begleiten und schauen, was dabei rauskommt, was hat man richtig gemacht, wo muss man noch was verändern. Und das ist die besondere Herausforderung. Ich bin ein Dorfkind, bin hier in der Nähe in Schenkendorf geboren, aufgewachsen und meine Eltern haben da schon gewohnt und die Herausforderungen im ländlichen Raum sind noch deutlich komplizierter, weil die Infrastruktur eine völlig andere ist als in der Stadt. Und ich hab beides erlebt. Ich habe meine Absolventenzeit in Berlin verbracht und habe eine ganz andere Infrastruktur erlebt, wie auf dem flachen Land. Und Infrastruktur heißt nicht nur ÖPNV, heißt nicht nur Konsum oder Nicht-Konsum, heißt medizinische Versorgung, heißt Landflucht in der Nachwendezeit. Und ich habe sehr, sehr viele Sachen dort mitgemacht. Ich war von 1990 bis 2019 ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Steinreich und habe also immer der Dienstälteste immer noch durchweg und habe diesen Prozess der Veränderung hautnah miterlebt. Also wie Menschen plötzlich von heute auf morgen nicht mehr gebraucht wurden. Wie Traktoristen am Abend ihren Traktor in die Garage gefahren haben, ihn nochmal gestreichelt haben und wo genau wussten, Montag kommen sie nicht mehr. Also diese Widersprüche, die da größer nicht sein konnten, 1990 und in den ersten Jahren danach, die habe ich mitgemacht und habe dabei gelernt, dass das Alter und die Alten in dieser Zeit eine ganz besondere Rolle hatten und auch ganz besonders diese Zeit geprägt haben. Und darum sind wir auch, ich sag mal, als Jüngere in Anführungszeichen wieder verdammt nochmal verantwortlich, dieser Generation so viel wie möglich zu helfen. Weil das waren die Leistungsträger, die nach der politischen Wende, ich sag mal, Brandenburg und gerade auch unsere Region hier am Laufen gehalten. Und wenn man das betrachtet, unsere Region, ich sag das immer spaßig, mir wurden in den 90ern mal ABM-Maßnahmen abgelehnt, weil ich zu wenig Arbeitslose hatte. Das war ein Luxusthema, da bin ich heute stolz drüber. Damals habe ich mich geärgert, weil meine Naturbühne ist nicht fertig geworden. Andere Ecken, wo viele Menschen ohne Arbeit waren, die haben am Ende ohne mehr geschafft, aber die hätten die Möglichkeit gehabt und ich hatte die nicht und bin heute aber ganz froh, denn mittlerweile ist es so, dass meine Heimatgemeinde unter 3% hat und manchmal sogar unter 2%. Und das ist ja hier die Luckauer Region ganz, ganz klar. Und das macht auch so ein bisschen im Nachhinein noch stolz. Und ich denke, darum müssen wir ganz einfach was tun und müssen so viele Menschen um uns scharen, die gerade für diese Generation viel machen und auch den Kontakt zu der Generation, die so nachkommt, nicht abreißen zu lassen, weil das ist eigentlich das eigentliche Geheimnis. Ja, vielen Dank für die ausführlichen Schilderungen. Du hast auch kurz die verschiedenen Wohnformen für ältere Menschen erwähnt. Was ist denn die außergewöhnlichste Wohnform, die du kennst? Oh, da gibt's so einiges, nicht alles hier in der Region, aber fangen wir mal zum Wohnen gehört ja noch mehr. Und es war ja bis dato in der Bundesrepublik alt oder in neuen Ländern so, dass Wohnangebote für Senioren nicht immer im Zentrum waren. Die waren oftmals, ich sag mal, in irgendwelchen Ecken, wo das Leben nicht stattgefunden hat. Und wir haben versucht, seit vielen, vielen Jahren
das zu verändern. Und selbst hier, wo wir in Luckau sitzen, das war mal eine Bank. Wir sind also in den 90er und in den 2000er Jahren einhergegangen und haben geschaut, wie kann man gesellschaftliche Veränderungen so nutzen, um aus dem, was da übrig ist, wieder was zu machen. Und so wird man zum Beispiel bei der Arbeiterwohlfahrt sehen, dass es Tagespflegeeinrichtungen zum Beispiel im Museum gibt. In einem DDR-Museum gibt es eine Tagespflege in Altdöbern. Wir haben mehrere Schlecker-Filialen nach der Schlecker-Pleite übernommen, gekauft oder gemietet und haben dort Tagespflegen eingebaut, weil das immer Einrichtungen waren. Schlecker hat nur am Marktplatz gebaut. Mhm. Immer am Marktplatz, nirgendwo anders. Das waren immer zentrale Einrichtungen. Oder wie hier in Luckau zum Beispiel das Bankgebäude. Wir haben noch eine Bank in Falkenberg, die wir umgestaltet haben zu sozialen Einrichtungen und waren damit im Stadtzentrum, haben damit Infrastruktur geschaffen, sodass es letztendlich schon fast egal ist, in welcher Form die Menschen wohnen. Und man soll das auch nicht so sehr klassifizieren. Wenn man nochmal ein Stück zurückgeht und sagt, das Alter ist die Summe der Lebenserfahrung. Und die Lebenserfahrung der Generation, die jetzt in dem Alter ist, ich will keins nennen, ich sag mal Ü70, die ist sehr mannigfaltig. Und das ist der entscheidende Unterschied zu vor 20 Jahren, der ist sehr individuell. Und das heißt, dass ich im Wohnen diese individuellen Lebensgeschichten, diese individuellen Biografien abbilden muss. Ich muss Angebote schaffen, wo Menschen mit unterschiedlichsten Biografien sich wohlfühlen, wo sie sich zu Hause finden können, wo sie eine Wahlfamilie achten und lieben lernen, weil wir wissen alle, wie es in den 90er war. Die Kinder sind weggegangen. Damit sind die Familien in einer anderen Struktur, wie das ansonsten waren früher auf dem Dorf 3 Generationen dicht zusammen. Man konnte mit dem Fahrrad hinfahren, ist jetzt nicht mehr. Die wohnen in Frankfurt am Main oder in Rostock oder in Wien oder in Zürich. Und deshalb ist es aber so, dass der Drang oder der Wille nach Gemeinschaft, der ist ja nicht plötzlich weg, der ist ja trotzdem da. Folglich muss man Möglichkeiten schaffen, um die sogenannte Wahlfamilie, der Nachbar, die Seniorengruppe, die Strickliesel, die Sportgruppe, das muss die Ersatzfamilie werden, die also eine Beziehung von besonderer Qualität hat, so dass man dort auch eine bestimmte Bindung eingeht, sich zu Hause fühlt, auch bestimmte gemeinsame Unternehmungen macht, Urlaub, bis hin zum gegebenenfalls auch mal, ja, seine Lebenswelt in einer wie auch immer gearteten Wohnform mit Betreuung findet. Und nicht unbedingt das Heim. Ja, Nadine, super, dass diese zwei Themen jetzt wirklich so umfangreich abgedeckt wurden. Das war richtig cool. Ja, ich finde es interessant, dieses Thema der Senioren und die Themen der Jugend so gegenübergestellt zu sehen und zu hören. Sehr unterschiedlich, aber gleichzeitig hat jeder ein großes Päckchen, das ihm wichtig ist. Ne? Und ich finde, das hat auch unser Podcast insgesamt gezeigt, wie unterschiedlich die Bedürfnisse und Betrachtungsweisen der Menschen sind und eben welche Themen ihnen wichtig sind. Und all das muss im Landtag Betrachtung finden. Ja, ganz genau. Und dafür haben wir unseren Podcast auch Heimatstimmen genannt, um den Menschen Stimmen zu verleihen und das Wort Heimat neu zu beleuchten. Weil Heimat sind eben wir alle. Ja, wir alle mit unserer Unterschiedlichkeit, mit unserer Vielfalt und mit unserer unterschiedlichen Betrachtungsweisen der vielen, vielen Themen, die uns bewegen. Schön gesagt, Nadine. Mir fällt das jetzt fast schwer zu sagen, aber tschüss. Ja, es ist total komisch, ja. Jetzt tschüss zu sagen, wir sind am Ende unserer Inhalte angelangt, die wir setzen wollten, die wir uns seit, weiß ich auch nicht, wann haben wir angefangen, im Februar vorgenommen haben zu belegen. Und es ist jetzt auch irgendwie ein bisschen traurig, tatsächlich tschüss zu sagen. Aber wir können ja mindestens noch einen Rückblick machen mit einigen interessanten Ausschnitten aus den jeweiligen Folgen. Ja, das können wir auf jeden Fall nochmal rausbringen. Das wollen wir mal versprechen, dass wir das machen. Ein Rückblick und eine Stimmung nach der Wahl werden wir euch auch nochmal verbal geben. Und wir haben gerade schon drüber gesprochen, das ist unglaublich spannend. Diese Stimmung, die wir jetzt haben, 2 Wochen vor der Wahl, diese Spannung, diese Ungewissheit, wie wird es ausgehen, das werden wir in der nächsten Folge nicht mehr haben, weil dann werden wir wissen, entweder ist es so oder so ausgegangen. Und ich sag's nochmal, Erststimme Nadine Grasmehl. Yay. Und gerne weitersagen. Unbedingt weitersagen. Macht's gut und bis zur letzten Folge. Genau, wir hören uns. Bis dann. Tschüss.